Herzlich willkommen bei Eumelie LP zu einem neuen Part von Sims 2. Wir waren in der letzten Folge mit Lukas und Sonja unterwegs im Fitnessstudio in Blauseidigheide, in unserer neuen Nachbarschaft, die wir hier haben. Und ja, viel Fitness haben die beiden eigentlich nicht betrieben, wobei Sonja ist ein bisschen rumgeschwommen. Lukas war da schon ein bisschen fleißiger, der hat Schlambada getanzt, hat mal kurz an der Handelbank trainiert und ist dann auch noch mal ein bisschen geschwommen. Ansonsten haben sie hauptsächlich Leute getroffen, sich gut unterhalten, in so einem Whirlpool rumgeplanscht und ja, einfach einen schönen Abend gehabt. Sind nach Hause gekommen und todmüde ins Bett gefallen. Und weil das ja nun nicht so viel war, was sie erleben konnten, beziehungsweise hier, ne, habe ich gedacht, wir machen hier noch eine Runde weiter. So, du darfst jetzt erstmal hier bitte die Simeons ernten, gießen. Dann kannst du benutzen und eine Dusche nehmen. Ich gucke mal, was es für neue Wünsche hat. Aha, mit Felix plaudern, mit Jonathan plaudern und mit Lukas flirten. Und sie kennt die ihre Schwiegertochter, weil Elise ist ja jetzt ihre Schwiegertochter, immerhin schon bis 49. Weil mit der haben wir uns nämlich prima unterhalten. Ja. So war das. Ja, Lukas muss dann auch mal sich um seine Bedürfnisse kümmern, wenn er aufwacht. Ich beschleunige das Ganze jetzt mal ein bisschen. Weil das ist ja Wahnsinn, wie einem hier die Zeit immer wegrennt. So. Die Bild wird nicht mehr geliefert, weil wir so viele Zeitungen haben. Genau so sieht's aus. Komm, Süßer, mach mal Bett und Bett. Und dann gehst du bitte auch benutzen und duschen. Und deine Frau, die darf mal, hier habe ich nämlich eine Zeitung rumliegen sehen. Ja, da, genau. Darfst du mal bitte, nee, recyceln. Die sieht doch schon älter aus. Dann gucken wir mal, wo noch Zeitungen rumfliegen. Sehe keine. Also hier drinnen scheinbar nicht mehr. Aber wahrscheinlich hier draußen. Ah ja. Okay, dann bring den Müll raus. Wer hat denn das Denkerkäppchen da einfach auf den Boden gelegt? Na egal. Sorry, ich habe immer noch einen Frosch im Hals. Dann darfst du die auch recyceln. Und die sieht neu aus. Da kannst du doch vielleicht mal ein Kreuzworträtsel machen. Hast du Post? Ah ja, Post hast du auch. Okay. Oh, Lukas muss noch duschen. Okay. Tja, die beiden werden auch immer älter. Und wenn ich mir hier diese Leiste betrachte, allzu lang werden wir die wohl nicht mehr haben. Ich hoffe aber wenigstens, dass sie noch kurz als Oma, Opa in Betracht kommen, bevor sie dann irgendwann dahin scheiden. Was ja der normale Lauf der Dinge auch ist, ne? Ich meine, ich könnte die jetzt ewig mit so einem tollen Lebenstrank da verlängern, aber das bringt uns ja auch nicht weiter. Weil wir haben ja dann auch immer noch neue Leute, um die wir uns kümmern müssen. So, was hat sie denn für Wünsche? Ach, sie wollte den Felix anrufen. Freitagsmorgen um 8. Ich weiß gar nicht, ob der da daheim ist. Nun, geh mal telefonieren, komm. Kannst du mal machen. Gehen wir gleich zweimal ein. Was möchte er? Er möchte auch mit Felix telefonieren. Na super. Mit seiner Frau sprechen und flirten. Okay. Aber wie gesagt, wenn ich mich hier umgucke, ist Gartenarbeit angesagt. Erstmal. Ich hatte ja überlegt, ob ich denen ihr Wohnzimmer mal noch verschöne, aber irgendwie, es ist doch eigentlich schön genug. So, du kommst mal runter und holst die Post. Und du kannst deinen Sohn anrufen. Plaudern. Jawohl, das klappt doch schon mal. Oh, guck mal, immer noch verliebt. Schon so lange ein Paar, verheiratet, Kind großgezogen und alles. Und immer noch verliebt. Ich finde die ja so süß. Die Sims City, was? Handelsindustrie?
Industrie- und Handelskammer möchte dir für deine Unterstützung danken und überreicht dir deshalb diesen Coupon für eine freie Mahlzeit für dich und deine Gäste in einem eleganten Restaurant deiner Wahl. Oder auch in einem der weniger eleganten. Das entscheidest ganz alleine du. Ja, stimmt, das hatten wir ja mit den beiden noch gar nicht bekommen. Das finde ich doch super. So, Junge, jetzt fang mal an, hier Unkraut zu jäten. Haben wir eigentlich das Laufband noch da stehen? Ja, gut. Da können wir dann auch mal was für die körperliche Fitness tun. Weil, ich sag mal, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper und, ne? Ja. So, ruf mal wen anders an. Du hattest da noch einen im Kopf, mit dem du quasseln wolltest. Ja. Wo ist er? Da. Genau. Auch plaudern. Und wieder ein Wunsch erfüllt. So lieb ich das. Oh, und dein Mann ist fleißig. Guck mal, der hat das ganze Unkraut beseitigt. Das ist ja der Hammer. Kannst du beschneiden bitte noch. Diesmal hat er drauf gehört und hat nur das Unkraut beseitigt. Ich dachte immer, das gehört zusammen mit beschneiden. Könnte allerdings auch eine Neuerung sein hier, ne? So, hast du genug telefoniert? Dann mach doch mal Frühstück und ein paar Pfannkuchen. Ja, wie was? Was machst du? Och Gott, du kannst... Ey, sag mal, bist du schon fertig? Da ist noch was zum Beschneiden. Und da auch. Und da auch. Und hier auch. Guck mal, du kannst hier noch so viel schnipseln. Ja, und nachher darfst du auch anrufen, okay? Versprochen, du darfst dann auch mit deinem Sohn plaudern. Aber jetzt schnippel erstmal hier das ganze Zeug weg, damit das wieder ordentlich aussieht. Ja, dann spielen, spielen. Ach, ihr seid so süß verspielt. Was ist das da? Verwandter trennt sich. Nee, nee, das kommt hier zumindest nicht in Betracht. Nicht bei euch beiden. Bei allen anderen kommt sowas vor, aber nicht bei meinem, ach so, verliebten Pärchen aus der Bilderbuchfamilie. Gell? Guten Appetit. Lecker, lecker. Na, hast du jetzt endlich alle beschnipselt? Da ist auch noch was. Der ist fertig, der ist fertig. Ah, wer kommt denn da? Wer bist du, Günther? Egal. Da kannst du noch schnippeln. Und das war's dann. Und dann kannst du was essen. Essen. So, was hat denn die gute Sonja vor? Die müsste noch auf Toilette. Und da fällt mir ein... Warte mal. Das ab in... Auch ihr habt eure schönen Fotos noch gar nicht aufgehängt. Das können wir gleich machen. Weil Sonja darf dann mal hier hin. Komm her. Simis ernten. Gießen. Toilette benutzen. Ja, kannst du erstmal sauber machen. Benutzen. Okay. Und Hände waschen. Und dann kannst du mal wieder weitermalen. Och nö. War schon fertig. Hm, dann mal doch mal ein Porträt von Lukas. Das wäre ja auch mal eine Idee. Meist ein Stillleben. So, und irgendwie finde ich, passen doch eure Fotos da bestimmt ganz toll hin. Ja, guckt. So sieht das aus. Sind die nicht süß? Och, goldig. Guck mal, Küsschen da und so. Ich find's hübsch. Passt ganz toll über euer Bett. Ja, und was macht Lukas? Ah, hast du schon gegessen? Ei Gott, du bist ja gut. Nee, nee, erstmal aufräumen, bitte. Und dann darfst du auch telefonieren. Sim. Ja, ja. Er wollte auch mit Felix, genau da. Und plaudern. Genau, erkundige dich mal, wie es ihm so geht. Wie das alles hier so läuft. Na, fertig?
Ach ja, das war das, genau. Drücke euer Motiv mit C, bla. Können wir so ein bisschen Wald hier vielleicht? Nee, nee. Oh, das sieht doch schick aus. Für so ein Stillleben. Ja. Bäume, Wiese. Perfekt. C. Das kannst du schön malen. So, was macht... Achso, ja. Fang an. Was macht dein Mann? Der ist am Plaudern. Jawohl. Mhm. Ja. So, und den Lukas wollte ich noch ein bisschen mehr fit haben. Genau, der kann dann mal... Ach Gott, ja. Telefonieren. Mehr, du brauchst Freunde. Genug. Und dann gehst du bitte mal trainieren. Lang nicht mehr gemacht. Wir wollen, dass es dir gut geht, dass du gesund bleibst. Und ich weiß nicht, bei so alten Leuten, nee, mit dem Bauch ist ja schön und gut. Aber ihr müsst euch fit halten, sonst, genau, passiert sowas. Ja, mal gucken. Kann er noch ein bisschen was tun. Spaß hat er jedenfalls. 1 und 2. 1 und 2. Aua. Gut, das muss genügen. Wir wollen sie auch nicht übertreiben. Platsch. Da liegt er. Und? Tut sich nichts? Och, naja. Ich hatte gehofft. Na gut. Dann musste irgendwann nochmal nachtrainieren. So. Wenn er auf Toilette war... Wir haben 2 Uhr mittags. Er könnte sich noch kurz auf ein Mittagsschläfchen hinlegen. Das wäre eine Möglichkeit. Dann leg dich noch mal ein bisschen schlafen. Und wir gucken mal, was die liebe Sonja hier macht. Oh, die braucht auch mal Komfort. Oh, sieht schon gut aus. Das gleiche Muster wie immer, aber in grüner Farbe. Ist ja mal was, ne? So, das darfst du noch... Genau. Dann kriegen sie ihre Rente und sie hat einen Krea-Punkt. Perfekt. Ja, und sie bräuchte mal Komfort. Mhm, dann kannst du dich doch mal... entspannen. Und vielleicht ein bisschen lesen. Ja, und Lukas muss ein Mittagsschläfchen halten. Ah, man erkennt schon was. Guck da. Oh, ich finde das hübsch. Dass man jetzt solche Möglichkeiten hat. Ganz viel Grün. Genial. Ja, ja. So. Ja, schlaft mal ein bisschen, du. Ja. Gut. Während die sich hier so schön gemütlich machen mit Mittagsschläfchen und Buchlesen und so weiter, würde ich sagen, das war es dann auch schon wieder bei den beiden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an den Unternehmungen und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder bei Felix und Elise, weil bei denen wird jetzt einiges Neues dazukommen. Also, bis dahin, macht's gut. Tschüss.